So Leute, da bin ich wieder. Wir müssen jetzt Sarah unbedingt retten. Die wollen Sarah unbedingt kriegen. Aber da haben die nicht mit mir gerechnet. Wir haben Gesellschaft. Macht ihn kalt! Drecks! Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Ich komme hier nicht weg. Nicht mit Sarah. Sarah, ich bin da. Da drin ist keiner. Sie sind mit Sarah weggefahren. Nein! Mist. Bracken, Sarah ist entführt worden. Sein Anhänger brennt. Mist. Das kommt davon, wenn man sich mit Raiz anlegt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Raiz Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede wette, dass sie Sarah dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Sarah und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Verstanden. Wir dürfen jetzt nicht noch Sarah verlieren. Nein, nicht noch Sarah. Wir haben Raim verloren. Und Sarah, den retten wir jetzt. Ohne... Er hat die Lösung gefunden, wie wir sie retten können. Ein Anfang der Medizin. Ein Gegenmittel. Oder zumindest ein... Impfstoff dagegen. Wir müssen ihn. Die haben bestimmt auch die Impfstoffe mitgenommen von ihm. Holy fuck. Jetzt passiert ziemlich viel Action. Und das ist dann auch noch so so aneinanderreihend. Nicht, dass wir jetzt nur eine Hauptquest machen und dann danach wieder Nebenquests machen können. Nein, es geht jetzt komplett weiter mit Hauptquests. Ich kann nicht keine Nebenquests machen. Für euch ist es gut. Ihr wollt ja die Hauptquests weiter sehen. Für mich ist es schlecht. Ich möchte unbedingt Nebenquests machen. Ich möchte alle Erfahrungspunkte, die es gibt, kriegen. Fuck. Los, rennen schneller. Bracken, der Stützpunkt ist abgeriegelt. Die Zugänge dicht. Glaube nicht, dass ich da reinkomme. Finde einen Weg. Auf der Rückseite vielleicht. Aber geh kein Risiko ein. Diese Viecher reißen dich sonst in Stücke. Okay. Ich habe einen Eingang gefunden. Keine leichte Übung. Geh jetzt rein. Sei wachsam da drin. Viel Glück. Was soll der Scheiß? Du bist erledigt. Nein. Diesen Bastard fertig. Das hat wehgetan. Ich reiß dir den Arsch auf. Ey,
Ey, du Spieß. Du hast so einige Pfeile in dir stecken und stirbst einfach nie. Warum? So. Ja, bleib ruhig. Die schauen wir auch noch gleich. Aber erstmal hole ich meine ganzen Pfeile wieder zurück hier. Oder zumindest einen Teil von den Pfeilen. Ja, ich komme auch nicht. Ich will auch gar nicht entkommen. Stirb, du Bastard! Den letzten krieg ich nie. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wo wir reinkommen. Holy fuck. Okay, das ist jetzt extrem viel Action, was ich nicht erwartet hätte. Und das alles in Nacht. Kommt doch hier hinten raus. War dann auch hier die Tür? Nee. So. Das ist gut, dass die Zombies hier nicht reinkommen. Also das hätte ich jetzt nicht gebrauchen können. Noch von hinten, von außen Rücken halt, von scheiß Zombies angegriffen zu werden. Rein. Dann merken wir mal sehen, was da drin passiert. Riesschläger haben Sarah entführt. Crane hier. Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Zu schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRI wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Warten Sie! Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht hier um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Sarah arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. In der Basis von Reis und weiß nicht, was passiert. Ich flüster gerade so, weil es so unheimlich spannend gerade ist, was passiert und was uns noch vorsteht.
bevorsteht. Bevor. Wieso will man wieder vor? Klar, hier ist nix. Das gefällt mir. Na gut. Gefällt mir nicht so. Das heißt, auf einer anderen Stelle sind die dann mega viele. Oh. Mist, kaputt. Vielleicht kann ich ihn aufstemmen. Ach, Crane kriegt ja alles mit hier. Na bitte. Na bitte, ich habe mir fast die Knochen gebrochen hier. Da ist einer von den Reis-Leuten. Soll das ein Witz sein? Ja, das war's. Das sollte ein Witz sein. Haha. Das hast du jetzt nicht erwartet, was? Ja. Kannst du mich nicht mal deinen Bauch zumachen? Das ist leicht eklig. Das ist voll abtürnt. Die alten Sack zu retten. Ja, aber er hat an einem Heilmittel gearbeitet, oder? Wollte Tahir ihn besser? Keine Ahnung, aber ihr werdet jetzt nicht weiterreden. Weil ich habe euch jetzt einen fucking Headshot gegeben und mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Wow. So. Das tauchen wir gegen das aus. So, das weg, das weg. Auch wenn das diese Zeug gewesen wäre, was mir gefallen hätte. Wir haben so viele Wurfmesser und was weiß ich nicht. Mist, was wir gar nicht brauchen. So. Ich hoffe, hier hinten ist noch was. So, hier ist noch was. Super. Was ist hier drin? Leer. Ein bisschen Munition, das würde mir gut tun. Na gut, ich glaube, wir bekommen auch Mist, Munition, weil wir jetzt gegen Reis Leute kämpfen müssen. Die wahrscheinlich auch Haufen Munition bei sich haben. Was mir noch lieb wäre, wenn ich eine scheiß Pistole bekommen würde. So, das noch mit, das noch mit. Ist hier noch irgendwas? Oh, Alkohol und Armeewurfmesser. Hier vorne ist nochmal ein Armeewurfmesser. Ach so, ja, den habe ich an Headshot gegeben. Der hatte keine Chance mehr zu kämpfen. Der hat es nicht kommen. Alter Freund, wo steckst du denn? Tja. Leg dich nicht mit mir an. Wir müssen einen Schrank nehmen. So, ist hier noch irgendwas? Das ist mein Pfeil. So, hier ist nichts mehr. Mann, das ist so verdammt spannend, dass ich nicht mal was reden, überhaupt nicht mehr reden kann. Weil ich so, ja, gespannt bin, was als nächstes passiert. Haben jetzt schon mal zwei von Rais Leuten einfach mal im Schleichen ausschalten können. Bracken, keine Spur von Sarah. Das Gebäude scheint verlassen zu sein.
Es gibt eine unterirdische Ebene. Vielleicht ist er dort. Ja. Natürlich wissen die immer, wo oder wo es sein kann. Es würden die schon mal hier gewesen sein. Na gut, kann sein, dass die schon mal gewesen sind. Aber trotzdem, das ist manchmal nicht so glaubhaft. So, wir haben Pistolenmunition gefunden, aber keine fucking Sturmgewehrmunition. Oh. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr die Augen aufmachen. Wieder Pistolenmunition. Zwei Polizeigewehre und Munition. Cool. Oh, das gefällt mir. Und wir haben noch eine Pistole bekommen. Und ich hoffe, bei der Pistole müssen wir jetzt wieder volle Munition haben, wenn ich mich nicht irre. Genau, ich wusste es. Lass mich raten, wir können wieder auf die Pistole Mod drauf machen. Die wird dann halt zwar da, die wird halt danach unbrauchbar, nachdem wir so hab ich machen sie aus Deutsch. Klemmen sie Ziele und machen sie sich keine Sorgen um die Virusträger. Ach, machen wir jetzt einfach. In ihrem Inventar ist kein Platz mehr. Ja, dann machen wir Platz. So. Entwürfe. So, schau mal. Kampflevel. Na, machen wir das hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir sonst nehmen sollen. Und hier nehmen wir. Ja. Das hier über Mauern springen. Parkour-Experte. So. Haben wir jetzt die Waffe drinne? Inventar? Schalke dem Limiter. So. So. Wie? Okay, also gibt's doch Munition dafür. Doch wir sind zu dumm dafür, Munition dafür zu finden. Nee? Was ist mit dem? Der Typ ist verrückt. Du bist ein toter Mann! Ja, seh mal, wie ich ein toter Mann bin. Dankeschön. Macht ihn kalt! Zeig dich! Ladies first. Ende Gelände, verstehst du? Scheiße. So. Wer hast du nicht drauf? Fucking low. Wie, das war bloß einer hier unten. So, was kann ich noch alles mit dem Inventar ist voll. Dann muss ich. Die haben so verdammt viel Wert. So. Hä, das war doch nicht nur einer hier.
Ich kann doch schwören, das waren zwei. Oder drei. Der hat mich, der hat mir gegeben. Da hinten! Ende Gelände, verstehst du? Nee, ich verstehe nicht. Ich will nicht schreien hören. Hörst du mich schreien? Nein, das ist schwachsinnig, was ich da mache. So. X fallen lassen. X fallen lassen. Stirb, du Bastard! Du hast es so gewollt! Wie ich es wusste, dass er hier noch rauskommt. So. Wo war dein Kollege? Ach ja, da war ich ja vorne. So. Oh mein Gott. Ja. Ich will die ganzen. Nein. Nicht die. So. Haben wir jetzt ganzen Pistolen? Oh mein Gott, ist mein. Jetzt bin ich aber allgemein. Jetzt bin ich voll. Scheiße. So, nee. Das Dynamit will ich nicht fallen lassen. Wer ist da drin? Wer ist da? Wer sind Sie? Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane, Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg und sprechen Sie leiser. Ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen, aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Doktor? Scheiße. Eine Prise falscher Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage Ihnen nichts. Von mir erfahren Sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, Sie zum Reden zu bringen, sondern darum, Sie von der Flucht abzuhalten. Du sadistisches Arschloch, er ist ein alter Mann! Kümmert euch um sein Knie. Und bringt Crane zur Grube. Richtet ihn auf! Oh Mist! Doktor! Du schleichst dich ein, wie eine Schlange im Gras. Crane, in einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Wovon redest du? Sag's schon, du Hund! Ja, Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Falls ich... Nicht übel. Au. Schaff die Leichen weg. Crane bleibt. Ja, Sir. Alter, Junge,
Du solltest mal am besten eine Heißtablette nehmen. Hört sich nicht so gut an. Ja, Sir. Machst du den auf Batman oder was? Die Läden und Quartiermeister haben neu. Hä? Ja, super. Ich hab nicht mal ordentliche Waffen. Gibt's da irgendwelche guten Waffen hier? Ein Hammer, wow. Irgendwelche guten. Das reicht doch schon. Das hat einige Punkte gemacht. Oh, das sind so einige Gegner. Mensch. Ja, der hat ein paar Messer im Rücken stecken. Ach, scheiße. Oh ja, die Kills kann ich auch noch machen. Ja, das gefällt mir doch ein bisschen mehr. Ey, helft mir mal ein bisschen. So, die töten wir mal ein bisschen hier. So, mehr. So machen wir die am schnellsten kalt hier. So. Ein bisschen. Ich kann wieder Ding aufheben. Was? Man hat meine Sachen geklaut. Zombies am Leben? Okay, es scheint ziemlich leer zu sein hier. Es muss doch langsam irgendwie mein Ende geben. So, jetzt tue ich erstmal das zerstören, was ich überhaupt nicht brauche. So. Das zerstöre ich nur so. Ein Würfel, kann ich da irgendwas herstellen? Ja, gut, ich kann einen Pfeil herstellen, aber das bringt mir nichts, wenn ich keinen Bogen habe. Nö, ich kann nichts herstellen. Kann ich wenigstens hier so ein. Auch nicht mal so eine gute Nacht oder. Was weiß ich nie. Oder ein Fleischwolf. Da fehlen mir Kling und Klierband. Das finde ich, glaube ich, ja nicht mehr. Das ist ja so bestimmt so ein ausgekartetes Spiel, wo man mit den geringfähigsten. Oh, da drüben sind noch welche. Du dummes Miststück. Hä?
Bam. Du lebst nicht weiter. So. Die Leute werden von deinen Taten hören. Nur schade, dass du dann schon tot sein wirst. Ein erster erbärmlicher Versuch, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, Crane. Zu wenig und zu spät. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. So, ich es nehmen. Das ist mir gerade nicht geheuer. Natürlich, verliere das erstmal. Wow! Wow! Au! Ein fucking Rammer! Ernsthaft? Oh! Bist du des Wahnsinns? Scheiße! Wie soll ich das fette Vieh töten? Ich gehe da wieder hoch, krieg den nächsten Stein ab. Oh! Mach's gut, mein Lieber. Ne? Na, den hat es nicht mal gejuckt. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass da noch welche kommen? Habe ich schon noch irgendwas zum Werfen? Noch ein Schwerenhammer. Kommt. So viel darf, kann er dann eben aushalten. Boom, Bitch! Und dann kommen wieder Haufen Warner. Na, kommt her, meine Lieben. Bam! In your face. In your face. Nein, nein, nein. Ah, nein. Wir haben wir bekommen hier schon einen Anschlag. Das war recht unterhaltsam. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Aber mach das Beste draus. Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht um dich sorgen, Crane. Oh, danke. Komm, nimm das auf. Oh. Scheiße. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, Scheiße. Sind die Plattform. Du mieser Wichser.
Weg mit der Waffe. Nein. Chaos, Crane. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten ist pure Torheit. Darf ich das demonstrieren? Bassam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Nein. Genau das dachte ich mir. Der GRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Oh, fuck. Das war die Hand. Doktor, auf geht's. Ich bring sie hier raus. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Du da, her mit der Fackel. Crane! Oder wartet ihr Schweine noch? Erschießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. So, Leute, und was ist in der nächsten Folge passiert, werdet ihr bis dahin sehen. Bis zur nächsten Folge und ciao, sagt euer Mr. X Payne. Bis zum nächsten Mal.